Spieltag 2, Regionalliga Ost. SC Neusiedl am See trifft auf unsere Wiener Viktoria. Eine Partie mit großen Erwartungen und mit viel Spannung. Erste Aktion im Spiel, Banga über rechts, zieht hier ab, aber trifft den Ball nicht richtig. Da hätte mehr rausschauen können. Einwurf von Milosajevic. Rotter verlängert den Ball zu Otto Köse. Köse hat alle Zeit der Welt. Schießt aufs Tor und ganz knapp vorbei. Eine Riesenmöglichkeit für die Viktoria, die hier von Otto Köse vergeben wird. Spielminute 13. Steinacher bringt den Ball zu Kinzel. Kinzel verlängert in die Mitte. Und hier steht Osman Bozkurt. Und es steht 1:0 für die Hausherren. Haben ein dummes wieder bekommen. Eigentlich eine Kopie vom Dreiskirchenspiel, nur von der anderen Seite. Und ich denke mal, da müssen wir konzentrierter sein. Von der Leistung her bin ich nicht unzufrieden. Die Jungs haben alles gegeben, alles getan. Es war definitiv nicht einfach. Nach dem 1:0, dann mit dem Schiedsrichterverletzung, haben wir ein bisschen Probleme gehabt, wieder ins Spiel zurückzufinden. 14. Spielminute, Neusiedl im Ballbesitz, Blick auf die rechte Seite. Und der Spielleiter verletzt sich hier bei dieser Aktion. Magister Christopher Marek muss verletzt ausscheiden. Jeder verfügbare Mann kommt und möchte helfen und schauen, dass der Schiri noch weitermachen kann. Aber es wird nichts. Ersatz wird gesucht im Publikum und auch gefunden. Hat auch seinen Fanclub mit und wird hier richtig heiß gemacht für die restlichen Minuten des Spiels. Banga spielt den Ball schön in den Lauf von Milosajevic. Der läuft auf und davon. Doch Johannes Schachner meint hier Abseits. Hier kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Banga zu Rotter. Rotter schaut auf, zieht ab und der Ball geht knapp am Tor vorbei. Ich glaube, wir haben schon alles gegeben und jeder hat für jeden gekämpft. Wenn wir vielleicht am Anfang an in Führung gegangen durch eine von den Chancen, schreit das Spiel anders, aber im Ganzen war es ein bisschen Zwingkeit. Eckball Milosajevic. Rafael Radfuß kommt an den Ball, kann ihn nicht wirklich kontrollieren und zieht einfach ab und der Ball geht über das Tor. Neusiedl über die linke Seite. Wieder ist es Kinzel und Bozkurt verfehlt hier den Ball. Das hätte gefährlich werden können. Wieder die Hausherren über die linke Seite. Wieder ist es Kinzel. Er zieht direkt ab und Günther Amberger im Tor der Meidlinger kann hier Schlimmeres verhindern. Und da zweite Halbzeit, ja, sind nicht so richtig ins Spiel gekommen, haben zwar die eine oder andere Chance gespielt, aber ich habe zwar die eine oder andere Chance gehabt, vor allem zweite Halbzeit. Und deswegen war es auch bis zum Schluss, bis zum 2:0 eng, dass man da jederzeit irgendwann einmal einen Gegentreffer vielleicht kassieren könnte. Milosajevic mit dem weiten Einwurf. Rotter steht zur Stelle und ganz knapp am Tor vorbei. Banga wäre bereit gewesen, das Leder hineinzuschieben, erreicht den Ball aber nicht und somit bleibt es beim 1:0 für Neusiedl. Jetzt die Viktoria im Vormarsch. Schöner Pass auf Banga. Banga zieht ab und wieder knapp am Tor vorbei. Ja, heute möchte es einfach nicht klappen mit dem Tore schießen. Chancen wären genug da. Bozkurt hier mit dem gestreckten Fuß gegen unseren Abwehrspieler. Ein Wort in das andere und die rote Karte und Ausschluss für Mikolajczyk. Ja, natürlich Kritik muss man immer aufpassen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, die haben auch viel reingehauen. Die haben auch zweimal eine Übung ins Gesicht gekriegt. Also der Schiedsrichter war nicht ganz, hat nicht durchgezogen seine Linie. Wenn die rote Karte nicht passiert, glaube ich, wird es bis zum Schluss auch spannend bleiben. Aber die rote Karte hat dann uns das Genick gebrochen. Radfuß bringt Bozkurt zu Fall. Ja, Bozkurt, wie man ihn kennt, euphorisch, mit viel Feuer, sucht sich hier das nächste Opfer. Minute 81, Franz Weber über die rechte Seite, flankt den Ball zur Mitte und wieder steht Bozkurt an der richtigen Stelle. Es steht 2:0 für Neusiedl. Wir haben dann mit einem Mann weniger auf Dreierkette umgestellt, haben wirklich nochmal alles probiert, alles nach vorne geworfen, zum teilweise mit 4 Stürmern angegriffen. Ja, und dann musst du damit, oder kannst du damit rechnen, dass du vielleicht im Konter eines bekommst. Haben wir bekommen, aber ich glaube, wenn wir heute ein bisschen effizienter vor dem Tor gewesen wären, hätten wir was mitgenommen. Gibt es so Tage, aber da müssen wir weiter kämpfen, jeder für jeden, und dann schaut es beim nächsten Spiel wieder anders aus.